So, da sind wir auch wieder. Lalala. Bum, 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 bum. So. Ah ja, die ersten Sachen wachsen echt schnell. Obwohl, die wachsen auch schon. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Ein bisschen haben wir noch. Ein bisschen. Wir wollen doch hier nichts ungenutzt lassen. Ich meine, wie sieht denn das aus? Können wir keinem erzählen, ja? Tja, ich würde am liebsten eigentlich noch ein bisschen Eisen suchen, aber die Höhle da unten ist ja nicht sehr ergiebig. Wobei, wir sind da mittlerweile ein bisschen tief, vielleicht. Kommt jetzt endlich auf ein Niveau, wo es ein bisschen ergiebiger ist. Wie viel Ei. Gott. Ah, Gott, was soll's. Was soll's, komm. Okay, wir brauchen 4 Stöcker. Ich nehme alle mit. Ja, dann brauchen wir uns einmal eine Spitzhacke. Und einen Löffel, wollte ich gerade sagen. Was ist denn hier los? Eine Schippe. So. Und dann gehen wir nochmal hier runter. Wo waren das jetzt? Ach ja, hier unten, im Wasser. Damit ich einen möglichst tiefen Startpunkt habe. So, Augen aufhalten nach Kohle. Und ja, nicht die, die in der Treppe ist, sonst muss ich die Treppe neu bauen. Aber darauf habe ich jetzt keinen Bock. Sondern ich gucke einfach auf irgendwo in der Wand oder hier oben. Was ist. Rammeln die da unten mal rum, ey. Gibt doch gar nicht. Ach komm. Jetzt habe ich die Baumwolle mitgenommen, Alter. Ist ja schon wieder ein Träumchen. Warte, ich habe nur einen. Trauerspiel hier. Kupfer. Können wir vielleicht doch bald ein bisschen Bronze bauen? Warum, sage ich schon. Kochen, braten, dünsten. Du kommst mal ab hier. Bauen wir mal ein bisschen weiter in die Tiefe, ne? In Hoffnung, dass wir bald auf eine große Höhle kommen oder auf was Vergleichbares Großes, wie mein Schwimmen. Hallo? Danke. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Ha! Höhle! Na super. Hätte die nicht ein bisschen früher schon kommen können? Ey, Mann, Mann, Mann. Tja, fackeltechnisch sieht es auch nicht mehr so gut aus hier. Wir haben gerade noch 4 Fackeln. Ist eher traurig. Als schön. So. Wisst ihr was? Ach, wir haben gerade Zinn abgebaut. Ich dachte, das war alles Silber. Scheiße. Na gut, dann nicht. Ich wollte mich jetzt gerade einen schönen Ofen bauen, damit wir das ganze Silber hier gleich mal einschmelzen können für Werkzeuge, aber Pustekuchen. Irgendwo war ja kein Silber. Ups. Das klang nach runterfallendem Sand. Noch nicht so gut drauf. Ach, schau mal, hier haben wir doch direkt eine Treppe.
Hallo? Danke. Was ist das denn für eine Pflanze? Roter Leuchtpilz. Der Club, bei mir leuchtet auch gleich was. Eisen! Gut, zuallererst machen wir uns mal noch ein paar Fackeln. Ich glaube mal, das wäre ganz sinnvoll. Alter, was machen die da unten? Das klingt ja gemeingefährlich. So, was? Genau, Fackeln. Wir müssen doch darauf aufpassen, wir haben noch keine Rüstung. Das heißt also, wir sind auch leichte Beute für Monster etc. Das dürfen wir nicht vergessen. Und hier irgendwelche, wow! Mausgefährlichen Stunts abziehen, wie zum Beispiel hier einfach mal direkt von der Kugel stehen. Das ist nicht so gesund, habe ich gehört. Ha? So, ein bisschen Kupfer, ein bisschen Eisen. Passt doch, geht doch. Damit kann man doch schon mal was anfangen hier. Ich habe nur, wie gesagt, Angst vor Monster. Die dürften uns hier zerficken. Vor allem, wenn hier gleich so ein Dungeon Master vorbeikommt. Dann ist vorbei. Na, dann ist hier aus. Dann ist hier aus die Scheiße. Och nö, ne? Ich habe gar nicht so Essen mitgenommen. Oh Gott. Also hoch. Ab nach Hause. Das war ein sehr kurzer Ausflug. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das war so nicht geplant. Aber gut. Ich meine, der Weg geht ja noch, ne? Könnte auch schlimmer sein. Könnte auch doppelt so tief sein. Der Weg ist wirklich ganz schön lang. Alter Schwede. Ist ja schon heftig hier, ne? Vor allem, wie viele Fackeln hier einfach drin sind, ey. Also, guck mal, wenn wir hier von dann ziehen, wenn wir hier abhauen, dann werden wir erstmal die ganzen Fackeln hier mitnehmen. Übrigens, was mir gerade einfällt, wir können auch noch so. Können wir gleich mal hier unsere Basis ziehen quasi. Sollte reichen. So. Protect. Ja. Base, würde ich mal sagen. Base 1. Why not? So, dann gehört die ganze Fläche schon mal uns. Vor allem das Feld, wobei ich gerade merke, ich habe eins Feld zu klein gemacht. Zwei Felder zu klein gemacht. Ey, das ist ja hier eine Schlamperei sondergleichen. Oh mein Gott, und sowas von einem angeblichen Pro-Gamer, ja. Ich habe Besseres erwartet hier, ey. Das ist ja hier, das ist ja ein Trauerspiel, das ist das ja. Voll billig und so. Okay. Wir warten erstmal, bis hier alles weiß ist, also gelb ist. Nee, doch weiß. Was riecht denn da? Die Erdbeeren wachsen nicht wirklich. Warum wachsen die Erdbeeren nicht? Gott, vielleicht nochmal Erdbeere auf Englisch. Ich krieg meine Krise sicher.
Ja, die hätten wir früher in der Schule bis auf Topf müssen. Fuck. Ah, war klar, Apfel. Gibst du Kuchen? Hm. Wow. Strawberry, glaube ich, oder? Ach man, ey. Gut, da gucken wir mal anders. Gucken wir mal manuell nach den komischen Gestellen. Die müssen ja hier mit drin sein, allesamt. Nee, sind die gar nicht mit drin. Bitte was? Was zur Hölle? Die können hier nicht mit drin sein. Da. Vor den Pflanzen der Bohnen. Also das ist für Bohnen ausschließlich. Was gibt es hier noch so? Mehr gibt es auf der Seite erstmal nicht. Aber auf der Seite gibt es eine Angel. Lol, wir können angeln. Das gibt's gar nicht. Was ist das denn? Gekochter Fisch. Ah, aha, interessant. Was ist das denn da oben? Ich sehe gar nicht. Timebox-Setting. Aha. Ja, leck mich doch. Ah, verstehe. Ich kenne warum die Äpfel. Ah, doch, wow, jetzt wachsen sie. Ey, geht mal alle hier nicht auf den Sack. Ich dachte schon, ich musste auch irgendwie was Besonderes hinstellen, erstmal, damit die da wachsen können oder sowas. Die wollen mich hier bluten sehen, die wollen mich hier echt bluten sehen, kann das sein? So, was nehmen wir denn jetzt mit? Komm, gib ihm. Gib ihm. Davon haben wir jetzt ein paar. Wechsel hier. Halt. Ich trenne mal falsch. Komm, wir lassen mal jeweils ein paar übrig. Wow. Es hält erstaunlich weniger als ich dachte. Oh Gott. Wir werden also wohl oder übel doch hier bald mal. Gut, ich gehe mal, ich würde mal sagen, da denke ich mal doch auf die Kartoffeln, weil die Kartoffeln, die kann man nämlich backen und wenn die Kartoffeln gebacken sind, dann halten sie, dann heilen sie mit einmal relativ viel, also heilen, denn füllt die mit einmal relativ viel auf. So mache ich das. Brot nehme ich glaube gar nicht so viel. Brot ist eher so für, naja, eher so fürs Optische. Das bringt nicht allzu viel. Zumindest dafür, wie lange man braucht, um das anzupflanzen. Also bis es wächst. Das ist nicht ganz verhältnismäßig, aber die Kartoffeln, das geht immer. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Hat mir die Hebamme mal erzählt. Mhm. Ja, egal, nichtsdestotrotz, wir haben jetzt ein paar Kartoffeln. Komm, ich schmeiß sie einfach mal hier rein. Ist mir jetzt sowas von scheißegal. Könnt ihr aber mal Glück hier. Dann nehme ich gleich mal zwei und schmeiß das Eisen auch noch gleich rein. Hä? Wow. Ach, Ronny, Alter. Ich schmeiß hier erstmal gleich alles einfach rein. Das ist doch. Hierfür nicht gedacht. So. Wobei, kannst du ja gleich mal mitkommen. Aha, siehst du aber auch gleich mal? Können wir. Ach komm, gib ihm. Die Kohle. Wow. Okay, gut, dann machen wir es mal richtig. Also, erstmal kommt das ganze Eisen da rein. Dann brauchen wir hiervon 8 Stück. Dann brauchen wir hiervon 1 Stück. Dann kommt das ganze Silber und dann die ganzen Kartoffeln. Okay. Aber gleich alles
In der Schublade können wir einfach direkt 1 zu 1 mal reinschütten, was das Zeug hält. Easy, no problemo. Okay. Da komm auch hin. So, bin ich ja mal gespannt, wie viel die Kartoffeln brauchen, vor allem wie viel sie denn auch tatsächlich hierher geben, ne? Ah, siehst du, die brauchen nämlich relativ lange. So, achso, gut, gucken, wie viel die auffallen, bringt natürlich jetzt gerade nichts, weil ich bin bereits voll. Ist natürlich eine schöne Scheiße. Aber egal, dann lasst die, wie gesagt, mach erstmal ein Stack durch, mal gucken, wie gut die sind, beziehungsweise mit Kartoffeln kann man ja auch das Ding hier machen. Gurke, ah, eine Gurke hätte ich zur Not. Okay, Gurken. Das wäre natürlich der Burner, wenn das hier extrem nährreich wäre. Okay. Aus dem kann man scheinbar nichts machen, also kann man die direkt einpflanzen. Gut, dann machen wir das bei Gelegenheit auch. Ja, die Erdbeeren natürlich raus. Die Erdbeeren hier. Die brauchen erstens ewig, bis sie wachsen. Und zweitens. Ja, gut. Also ich werde mich definitiv auf den Kartoffeln und dann vielleicht noch die Gurken konzentrieren, je nachdem, was da wie effizient ist. Ja. Immer schon auf die Effizienz achten, ne? Kennt man ja. So, der ist fertig. So. Na gut, ich gehe erstmal nochmal runter in die Mine. Und verzieh mal keine böse Mine. Das. Gut. Die Sachen nehme ich dann gleich mal mit, um mir daraus Werkzeuge unterwegs bauen zu können. Das hier auch und das ist recht. Silberbarren? Achso, ja, brauche ich ja. So. Du musst noch da. Das mit dem Kaffee war ja leider nichts. So, jetzt kommt das da rein. Einmal ein Kreis und das kommt in die Mitte. Dankeschön. Perfekt. Gut, ab in die Höhle. Ach, ich bin erst jetzt nochmal. So, dann mache ich hier mal so. Davon reichen 6 aus, das hier auch. So ineffizient wie die Dinger sind. Und in die nächste Feld komme, mache ich dann nämlich hier diese Gurken rein. Hallo? Danke. So, die sind mittlerweile auch alle fertig. Sehr schön. So. Okay. Ja, die Erdbeeren. Wenn die dann fertig sind, werde ich die auch wegtun und dann das Feld von den Dingern vergrößern. Weil die Erdbeeren brauchen auch ein bisschen zu lange. Am besten sind doch dann scheinbar die Kartoffeln. Das geht schon. Okay. Rinder, Rinder. Das ist ja richtiger Rinderwahnsinn hier, ey. Holz kommt damit rein. Bam. La la la, du auch. Okay, auf geht's. Ich nehme mal einmal Holz mit. Die Frage ist noch, welches Holz? Fuck off. So. Na dann, wieder bin ich wieder das Löwen.
Ich bin ein Klettermann und kletter, was der Affe kann. Macht keinen Sinn, aber egal. Der, wie lang ist denn der Weg, ey? Boah. Oh, ist oha. Ah, oha, oha. Oha. Da hat zwar ein gewisser Ronny geschlampt. Was das heukelt. I hate you. So. Wir waren da unten. Uah. Da ist Lava. Nee, ist bloß eine Puma. Digga, wieso stolper ich so weit runter? Ich stolper hier noch in meinen Tod rein. Ich habe eins gefunden. Ja, wow. Okay. Ganz schön dunkel hier. Wenn man das mal so anmerken darf. Digga, scheiße. Das war so nicht glückliches Wasser. Wo kommt das Wasser her? Hallo? Das sind eine ganze Menge Blumen, okay. So viele Blumen, da kann ja nur was Besonderes sein. Ich weiß schon, warum ich das Holz mitnehme. Ich dachte, hier ist irgendwas Besonderes, weil hier so viele Blumen sind. Oh ja, schade. Die Frage ist ja, ob man mit diesen Blumen was Besonderes machen kann oder ob die einfach nur Zierde sind. Die haben besondere Heilkräfte, ich bin Batman. Also zumindest ist hier schon mal sehr viel Material, also sind sie wahrscheinlich häufig da, wo auch andere Bullshit so häufig sind. Was natürlich geil sind. Aber dadurch, dass sie selbst leuchten, dienen sie als guter Indikator. Scheiße. Fuck you. Na gut, ich warte jetzt an der Stelle erstmal Pause und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es denn dann heißt, wir suchen Eisen. Bitteschön, in dem Sinne, schauen wir jetzt mal.